Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und zwar zu einem weiteren Market Watch. Und ja, zu gegebenen Anlass gibt es diese Woche einen zweiten Market Watch, denn die Preise, die drehen gerade diese Woche besonders durch und die sind in den meisten Fällen im freien Fall. Wieso, weshalb, warum, kann sich der meiste oder die meisten von euch wahrscheinlich selber denken. Deswegen gehe ich darauf jetzt heute nicht nochmal ein. Allerdings habe ich noch so ein paar organisatorische Dinge zu klären, denn ich bin nächsten Samstag auf der Gamescom. Ab 16 Uhr werde ich da rumlaufen und spätestens ab 18 Uhr werde ich dort auch am Yu-Gi-Oh! Stand sein. Und da gibt es auf jeden Fall zwei Besonderheiten. Zum einen, ich habe von Ultimate Guard ganz, ganz viele Produkte bekommen. In dem Fall hier Sleeves unter anderem. Dann habe ich auch hier eine wunderbare Deckbox oder beziehungsweise mehrere Deckboxen und auch noch eine Spielmatte. Die ganzen Sachen habe ich für euch am Start. Und falls ihr auf der Gamescom sein solltet und ihr mich ansprecht, dann müsst ihr nur sagen, ey, ich habe gehört, du bist Ultimate Guard Partner und schon bekommt ihr quasi eine dieser Sachen hier for free geschenkt. Das Einzige, was wir dann noch machen müssen, ist ein Foto, damit Ultimate Guard taggen auf Instagram. Und das war es eigentlich. Und dann könnt ihr da halt ein bisschen was mitnehmen, weil gerade so eine Deckbox, ich glaube, die kosten halt um die 20 Euro. Also ich glaube, das ist schon nochmal ganz nett. Deswegen würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn der ein oder andere die Chance da ergreift und ein bisschen was mitnimmt. Und die andere Sache, organisatorisch noch, wir werden einen Live-Podcast machen und der findet um 18 Uhr am Yu-Gi-Oh! Stand statt. Das heißt, mit meinen Kollegen Schattenspieler und CK Phoenix. Und ihr könnt bei diesem Podcast oder sollt bei diesem Podcast mitwirken, denn wir würden gerne Leute einzeln in den Podcast reinholen, die uns dann gerne Fragen stellen dürfen. Also whatever, alles was ihr wollt. Und dann seid ihr auf jeden Fall auch im Video mit drin und logischerweise dann auch im Podcast. Das heißt, ja, wir sind natürlich da auf eure Hilfe ein Stück weit angewiesen. Würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und jetzt noch der letzte Teil. Gerne noch einen Daumen nach oben da lassen. Abo sowieso. Fehlen noch drei übrigens zum nächsten 100er. Deswegen gerne da nochmal ordentlich den Abo-Button hämmern. Und ja, ich glaube, mehr gibt es dann tatsächlich nicht zu sagen. Sorry für die 2 Minuten Einleitung, aber war organisatorisch halt ein bisschen was. Und wir gehen durch den Market Watch. Es sind viele Karten heute. Ich möchte das dennoch nicht so lange halten, weil ich glaube, es gibt auch nicht so viel dazu zu sagen. Erstmal ganz kurz zu den neuen Settlement Grade Support. Das sind nämlich hier so die einzigen Karten auf der heutigen Liste, die ich habe, die so wirklich steigen. Übrigens, ich hoffe, ihr hört meinen Ventilator nicht, weil ansonsten hält man es hier nicht aus mit der Beleuchtung und den Temperaturen. Ich glaube, es geht vielen von euch so. Und die Karten steigen, weil Settlement Grade tatsächlich das ein oder andere gute Regio-Ergebnis erzielt hat. Und deswegen ist das Ganze so ein bisschen im Hype. Und ich meine, ihr kennt es sowieso aus der Vergangenheit schon, wie sich Ultra-Rare-Preise aus diesen Sidesets verhalten. Also letzte Woche war der Wutphönix hier noch deutlich günstiger, der ist jetzt mittlerweile bei 8 Euro und was sehr extrem ist, ist Großsalamander des Feuers. Der ist nochmal im Playset richtig angestiegen, der ist jetzt bei 13,24 Euro pro Kopie im Playset. Also das ist schon nochmal ein enormer Unterschied zum letzten Market Watch. Ich weiß nicht, wer sich von euch noch erinnert, aber das ist ein riesiger Unterschied. Also das ist auf jeden Fall auch am Steigen, solltet ihr auf dem Schirm haben. Ob das Deck wirklich gut genug ist, weiß ich nicht. Das Deck hat auf jeden Fall neue Spielstärke dazu gewonnen, das steht außer Frage. Allerdings verliert es nach wie vor eben gegen Nibiru und solange es dieses Deck eben tut, weiß ich nicht, ob es der ideale Pick ist. Allerdings auch ein Deck, was man definitiv nicht unterschätzen sollte. Und dann springen wir zur Grundthematik, nämlich zu den Preisen, die droppen. Wieso, weshalb, warum, habe ich gesagt, möchte ich heute nicht drauf eingehen. Ihr könnt euch vielleicht denken, wieso. Wir schauen uns einfach an, was mit den Preisen so passiert ist. Wir haben die runische Spitze, die natürlich hier auch super im freien Fall ist, was natürlich mehrere Gründe hat. Unter anderem natürlich auch Banlist-Angst und die gibt es aktuell für 12,49 € pro Kopie, was glaube ich so günstig ist wie noch nie bei der Karte. Allerdings würde ich da wie gesagt erstmal warten, was da so passiert, auch Richtung Banlist, also würde ich da ganz, ganz vorsichtig sein. Das gleiche gilt auch für die anderen Runikarten. Runischer Brunnen ist jetzt bei 4,90 € pro Kopie, könnte sogar eine Ami-Kopie noch kaufen, also auch super, super günstig. Das gleiche gilt auch für Hagen. Die ist bei 4,90 €. Das heißt, ihr kriegt Runic für den Moment hinterhergeschmissen, aber wird sicherlich dann im September nochmal günstiger werden. Dann haben wir auf jeden Fall natürlich auch Adventure. Das ist auch krass. Also da seht ihr auch im Preisgrafen. Ihr müsst nur heute so ein bisschen auf den Preisgrafen achten. Auch absolut im freien Fall. Die hatte ja vor kurzem erst ihren Reprint bekommen in Battle of Legend Monsters Revenge. Und da könnt ihr die im Playset gerade bekommen für 11,88 €.
pro Kopie, was natürlich an der Grundthematik liegt, dass die Karte dann halt vermutlich bald ihren Reprint nochmal bekommen wird und natürlich gerade tatsächlich auch ein bisschen floppt, muss man sagen, denn alle Decks, die rund um die Adventure Engine spielen, die performen für den Moment tatsächlich nicht so gut und die Wasserverzauberin, die kriegt ihr tatsächlich geschenkt, die kostet 1,50 €, wenn ihr sie im Playset haben wollt, 1,94 € und die wird auch nochmal droppen, das heißt, gefühlt gibt es bald die Adventure Engine for free geschenkt für jedermann, deswegen das ist auf jeden Fall schon nochmal schön. Natürlich Fateful Adventure ist auch am Droppen, also seht ihr auch schön am Preisgraf, sieht heute auf jeden Fall wieder sehr, sehr gut aus. Ist jetzt bei 4 € pro Kopie, davon braucht ihr auch nur eine, das heißt für 4 € kann man sich die auch holen. Aber wie gesagt, ich würde da natürlich mit warten, das ist eher heute so eine Information mit Karten, wo wir uns die alten Preise anschauen und einfach mal drüber gucken, wie es denn aktuell aussieht und was die Auswirkungen so sind. Dann haben wir Cartesia, die hat auch ihren Preis halbiert, die war so bei 38 €, ist jetzt bei 16,99 €, beziehungsweise danach die Kopien eher so Richtung 20 €, aber was soll ich euch sonst groß sagen, deswegen gehen wir das heute so ein bisschen im Schnelldurchlauf durch. Lubellion, auch Preishalbierung, wobei der so bei, ich glaube bei 50 € lag, der doch, Halbierung ist schon irgendwo halbwegs okay bei dem, deswegen 25 € bzw. 26,50 €, aber wie gesagt, ne, wird alles nochmal weiter droppen. Dann natürlich auch die anderen Bestills, Magnamut. Man muss sich halt jetzt wirklich überlegen, tritt man seine ganzen Karten ab oder nicht und möchte man vor der YCS Dortmund halt noch Regius spielen, weil davor gibt es schon die ein oder andere Regio nochmal. Deswegen, oder man wartet halt bis zur TIN, das ist so die Frage, die man sich hier am Ende dann stellen muss. Aber ansonsten, ne, 5,99 €, so gut günstig war Magnamut natürlich noch nie. Druiswurm kriegt ihr für 2,25 €, gleiches Prinzip. Und Garua, der war tatsächlich, oder ist ein bisschen überraschend für uns ja alle gewesen, der ist auch super, super günstig. Der ist jetzt gerade bei 10 €, der war letzte oder vorletzte Woche noch bei 30 €. Das tut natürlich dem einen oder anderen weh, der spekuliert hat mit Power of the Elements, ne, also das sollte man auf jeden Fall auch nochmal berücksichtigen. Und wenn wir mal gucken, die erste englische Kopie, 13,99 €, wobei gar nicht. Die erste englische ist ganz oben direkt für 9,99 €. Sorry, Quatsch erzählt, aber ne, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und natürlich auch die Kashtira-Karten sind auch enorm gedroppt. Hier gerade Kashtira Fenrir ist jetzt bei 17 €, war sogar in den letzten Tagen noch günstiger. Ich habe da, glaube ich, Mitte der Woche eine Karte gesehen oder ein Playset gesehen, da hat es einer für 15 € verkauft. Das heißt, der ist sogar schon wieder leicht am Steigen. Das nächste Playset ist dann bei 18,90 €. Muss man sich dann halt überlegen, ob man den jetzt ranholt oder ob man da spekuliert, dass der Preis danach günstiger ist und so weiter und so fort. Und das gleiche gilt auch für die anderen Kashtira-Karten, wobei man sagen muss, Einhorn, ne, den kriegt ihr jetzt auf jeden Fall geschenkt. 2,40 € ist gar nichts mehr. Ich erinnere mich noch an Zeiten, da hat die Karte, glaube ich, auch 20 € gekostet oder 18, 19 €. Das war schon krass, was da zeitweise abging. Und dann noch die anderen Kashtira-Karten hier aus Photon Hypernova, die sicherlich keinen Reprint bekommen werden. Die sind aktuell auch sehr günstig, weil die Bannister-Angst bei Kashtira dann natürlich auch eine riesen Rolle spielt auf jeden Fall. Deswegen sind wir da im Playset aktuell bei 6,90 € und beim Planeten, da sind wir im Playset bei 16 € pro Kopie. Allerdings muss ich auch hier sagen, ich glaube, der war sogar noch günstiger mal. Also ich glaube, der hat sogar wieder einen leichten Anstieg. Ich meine, wenn wir das hier vergleichen, so ein bisschen. Der war, wobei hier wurden die Kopien auch für den Preis verkauft. Also ich glaube, der hält sich die ganze Zeit so in diesem ähnlichen Preissegment. Ich habe es jetzt auch nicht aktiv beobachtet. Können die Kashtira-Spieler vielleicht ein bisschen mehr zu sagen, ob die Karte nochmal günstiger war oder ob das tatsächlich der Tiefpunkt ist. Auf jeden Fall ist da auf jeden Fall eine Preisentwicklung nochmal mit drin. Dann haben wir Therions, also in dem Sinne dann den Regulus. Der ist auch gut günstig geworden, ist jetzt bei 15 € angekommen und dann haben wir noch Visas Starfrost, der ja dann auch im kommenden Jahr, im Januar, nochmals einen Reprint bekommen wird, da für dieses Two-Player-Starter-Set, was da rauskommt, das wurde ja gedelayed auf nächstes Jahr, also auf 2024, das heißt, der wird auf jeden Fall dann auch nochmal deutlich, deutlich günstiger werden und dann haben wir natürlich auch noch die Labyrinth-Sachen. Lady Labyrinth für 11,90 € pro Kopie, aktuell natürlich auch super, super günstig. Ariana, überraschend teuer, muss ich sagen, immer noch 14,49 €, muss ich sagen, also es ist kein günstiger Preis. Und dann haben wir natürlich Willkommenslabyrinth, die gibt es komplett geschenkt. Ich meine, die hat ja ihren Reprint sowieso schon bekommen in Battles of Legend. Monsters Revenge war danach auch nicht so teuer. Könnt ihr hier mal gucken, die ging dann zeitweise 3,66 € und jetzt ist er halt noch ein Hauch gedroppt, also
Das ist tatsächlich dann auch nicht mehr so ein Riesenunterschied. Und dann haben wir natürlich großes Willkommenslabyrinth. Und die geht immer weiter durch die Decke. Die ist nämlich aktuell im Playset bei 14,49 €. Und ich denke, dass die langfristig, wenn sich dieses Deck weiter durchsetzt, Richtung 20 € gehen wird. Das heißt, an alle Leute, die Labyrinth spielen wollen, jetzt ist eure Chance, noch diese Karte zu kaufen. Den Zeitpunkt habt ihr lange verpasst, das ist, denke ich, klar. Allerdings kann es natürlich auch sein, dass die Bandits da noch ein bisschen was macht. Deswegen ein bisschen Restrisiko hat man da auf jeden Fall immer mit drinne. Und dann haben wir natürlich auch noch die Exorcister-Karten, wollen wir auch ganz kurz drüber schauen. Martha für 3,29 €, Hauptset Secret Rares, auf jeden Fall auch vielleicht eine Überlegung wert, wenn man die Karten denn in diesen wunderschönen normalen Secret Rares spielen möchte. Dann natürlich noch Pax, die war auch lange sehr, sehr teuer, die ging zeitweise hier am 10.8. noch für 20 € weg. Und wobei danach auch schon wieder für 8 €. Also, wie gesagt, ist auch gedroppt, ne? Aber es ist eine Karte, die trotzdem deutlich teurer war. Dann natürlich Mugcracker, auch eine Karte, die ich lange sehr, sehr gerne gespielt habe, war Richtung 25 € und ist eine Karte aus Darkwing Blast, demzufolge natürlich auch heißer Reprint-Kandidat und ist natürlich jetzt hier aktuell für die Single-Kopien bei 10 €. Und dann gucken wir uns nochmal den Preisverfall an von den Karten aus Duelist. Nexus, da sind wir aktuell bei den Crimson Dragon weiter am Droppen. Der ist bei 12 € angekommen. Ich frage mich, ob die Karte dann irgendwann 5 € kostet, wenn das so weitergeht. Allerdings merkt man aktuell, dass keine Decks rund um den Crimson Dragon und auch den Calamity Lock wirklich toppen. Deswegen, ja, es scheint sich nicht wirklich durchzusetzen. Und das ist halt auch der Grund, warum diese Karte gerade so ein bisschen droppt. Allerdings muss man auch dazu sagen, man nutzt die Karte nicht immer nur für den Calamity Lock, sondern es gibt auch andere krasse Monster, die ihr damit rausholen könnt. Deswegen da vielleicht noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Und dann haben wir natürlich auch noch hier die Chimäre, der König der Phantomungeheuer. Die ist ja letzte Woche auf über 20 € angestiegen. Hat sich wieder ein bisschen beruhigt, wobei das immer noch sehr teuer ist. Immer noch 17 € pro Kopie, denn 2 Stück braucht ihr. Und auch gerade die Quarter Century ist auch nochmal sehr angestiegen. Die ist jetzt hier bei knapp 70 €. Und davor ging die, glaube ich, 49 €. Deswegen, also das ist, oder da ist ordentlich auf jeden Fall Bewegung drin. Ich glaube, wir können auch nochmal die Wächterchimäre kurz anschauen. Das wollte ich sowieso noch machen. Die habe ich vergessen mit reinzunehmen. Das machen wir auf jeden Fall noch schnell. Die ist nochmal weiter am Steigen. Und das dachte ich mir eben auch. Also die ist nämlich jetzt bei knapp 24 €. Ihr braucht 2 Stück davon. Also das ist schon sehr, sehr böse. Ich meine vor allem, das sind hier in den meisten Fällen auch englische Kopien. Die erste deutsche Single kriegt ihr zwar für denselben Preis, aber die nächsten sind dann nochmal einen Hauch teurer. Jetzt nicht viel, aber ich glaube, ihr versteht den Punkt. Wir können uns natürlich passend dazu auch nochmal die Secret Rare anschauen. Das ist die aus Bach und die kostet tatsächlich fast das gleiche. Das heißt, ihr könnt euch dann auch überlegen, hole ich mir dann lieber eine Secret ran, weil sie halt ein bisschen schöner aussieht, oder möchte ich dafür Team Ultra Rare gehen, könnt ihr gerne dann entscheiden. Aber auf jeden Fall bei den Kameras ordentlich Bewegung drin. Und Revolution Synchron hat seinen neuen Tiefpreis bekommen. Der ist bei 34,99 € angekommen. Klar, wenn ihr ein Playset haben wollt, ein bisschen teurer, sind wir bei 37,50 €, allerdings trotzdem super günstig. Letzte Woche waren wir bei 39 €. Und da habe ich euch schon gesagt, theoretisch ein guter Zeitpunkt zu kaufen. Jetzt ist er logischerweise noch besser. Ihr habt hier einige Singles für 34, 35 €. Aber die Ergebnisse bleiben halt aus. Es toppen sehr wenig Decks Richtung Synchron und auch viele andere Decks nicht, die Revolution Synchron aktuell spielen. Allerdings bin ich mir trotzdem sicher, dass diese Karte irgendwann ihre Primetime noch bekommen wird. Deswegen nach wie vor eine sehr, sehr gute Karte. Und dann haben wir natürlich hier auch Rindbum, der zuschlagende Drache aus Photon Hypernova, der hier gerade sehr, sehr ansteigt. Ich will mal ganz kurz bei Photon Hypernova reinschauen. Müsste doch theoretisch auch ein Set sein, was für die Megatin relevant ist. Wobei, nee, das ist tatsächlich kein Set für die Megatin, sorry. Deswegen lieber nochmal kurz nachschauen. Deswegen ist der gute natürlich auch am Steigen. Branded Camera toppt gerade sehr, sehr viel und jede dieser Decklisten spielt diese Karte. Deswegen ist der Anstieg da, denke ich, zu erwarten. Ich meine, ich habe das vor einigen Wochen zu euch schon mal gesagt, da ging die Karte 3-4 €, ist jetzt mittlerweile auf 7 € angekommen, wird jetzt auch, wie gesagt, jetzt nicht unfassbar teuer werden, wird jetzt keine 20 € kosten, aber sollte dieses Deck weiteren Hype bekommen und weitere Tops, denke ich, sind 10 € schon irgendwo drin, aber aktuell geht es eigentlich noch, muss ich sagen. Und dann haben wir natürlich auch Hydrant, der droppt aktuell immer weiter, der ist mittlerweile im Playset bei 27,49 €, liegt auch daran, dass bei Rescue Ace die Ergebnisse so ein bisschen ausbleiben. Klar, es toppt hier und da eine Regio, aber nicht in der Masse wie andere Decks aktuell, deswegen Rescue Ace so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Aber hier wäre ich auch vorsichtig, denn mit dem Diabellstar aus Age of Overload bekommt das Deck indirekt nochmal Support. Deswegen würde ich da jetzt nicht direkt in Panik geraten und mein Deck verkaufen. Ich glaube, da geht in Zukunft schon nochmal ein bisschen was bei dem Deck. Und dann haben wir noch die letzte Karte für heute.
und zwar das Kalarium. Und da liegt es auch daran, Maladium toppt auch nicht wirklich viel, auch ein bisschen überschätzt gewesen das Deck, habe ich aber auch erwartet, habe ich glaube ich relativ früh gesagt, ist für mich so ein bisschen das Synchro Despia zu Beginn, wo Despia erschienen ist und deswegen ist Kalarium sehr, sehr gedroppt von 30 Euro auf 21,50 Euro pro Kopie im Playset, was auf jeden Fall nochmal ein riesen, riesen Unterschied ist zu den Preisen vor einigen Wochen, aber wie gesagt, die Ergebnisse fehlen da für den Moment, aber sowas kann sich nach einer Banlist auch ganz, ganz schnell ändern. Und ja, mehr habe ich euch tatsächlich heute nicht zu sagen. Ich glaube, wir waren hier eigentlich zeittechnisch, wenn ich so drauf gucke, ganz gut dabei, dafür, dass wir eine Vielzahl von Karten behandelt haben. Aber zu den Großteil der Karten gab es heute eben auch einfach nicht so viel zu sagen. Warum die alle gedroppt sind, ist die bestimmte Thematik dieser Woche. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, vielleicht sehen wir uns auf der Gamescom, würde ich mich sehr freuen. Und ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.